Ich bin hier auf der Trabrennbahn im Rennstall von Heinz Kuhsträter und ich interessiere mich jetzt mal für die Frage, wie bereitet man die Pferde für dieses Trabrennen vor? Sucht man sie aus nach, was weiß ich, Geschlecht oder Statur? Heinz, wie sieht es dabei aus? Das ist so, Trabrennsport besteht ja aus Züchtern. Es gibt so viele Züchter in Deutschland oder in Europa, auch in anderen Ländern, die Pferde züchten. Und ein Pferd kommt mit anderthalb Jahren auf der Rennbahn und dann kann der Besitzer, je nachdem, kann sich ein Pferd bei einem Züchter kaufen oder auf einer Versteigerung kaufen. Und dann kommt das auf der Rennbahn und dann wird es auf der Rennbahn eingebrochen. Eingebrochen heißt, erstmal einen Zaun drauf machen, die Beine hochheben und so weiter und so fort. Alles, was da so drum und dran ist. Kann man schon bei der Versteigerung, beim Kauf erkennen, ob das Pferd dafür geeignet ist? Ja, die meisten Leute kaufen ja die Pferde nach Zucht. Wenn er einen guten Vater hat und eine gute Mutter hat, die im Trabrennen schon Erfolge hatten. Diese Pferde sind immer ein bisschen teurer wie die normalen Pferde. Aber es ist schon so viel gewesen, dass die Pferde gekauft haben für 100.000 und 150.000, wo die Geschwister sehr gut waren und der Bruder oder die Schwester lief überhaupt nicht. Es gab früher mal einen Besitzer von Hamburg, der hat jedes Pferd gekauft. Wenn er den gesagt hat, der hat eine gute Schwester und einen guten Bruder, dann hat er zu dir gesagt, ich habe auch zwei Schwestern. Die eine ist Nonne und die andere geht auf den Strich. Ja. So. Schöne Anekdote wieder, ja. Oder ein Witz, wollen wir sagen. So, ja. Aber muss auch sein. Aber so ist das eben in dem Sport. Der eine ist ein bisschen lustig und der andere ist mal eben nicht so lustig. Das ist so wie bei den Anglern, die auch immer viel am Putz haben. Ja, ja, und wie geht es dann weiter so mit den Pferden, wenn sie dann vorbereitet werden für die Rennen? Ja, wenn die dann vorbereitet werden, das kann ein halbes Jahr dauern, dreiviertel Jahr dauern. Kann auch ein bisschen länger dauern und üben. Ein großer Trainer, Eddie Freund, hat immer gesagt, üben. Wie ist es denn eigentlich, die Pferde müssen ja identifiziert werden vorm Rennen. Wie funktioniert das? Ja, jedes Pferd hat einen Fohlenschein, genau wie ein Auto, ein Kraftfahrzeugbrief hat. Und jedes Pferd hat einen Fohlenschein und wenn das Pferd geboren ist, nach einem halben Jahr wird das angemeldet, dann kommt ein Tierarzt und nimmt das Pferd auf an Zeichen und. Aber heute ist das ja nicht mehr so. Heute kriegt jedes Pferd ein Chip. So im Bereich hier vom Hals. Im Hals kriegt er ein Chip. Ja. Und dann brauchen die einzelnen Teile, ob sie weiße Beine haben oder rote Beine oder schwarze, ist dann nicht mehr so. Hauptsache der Chip ist drin, dann wissen sie, wo das Pferd herkommt. Ja, das hat man mir gesagt auch, dass sie auf die Beine achten, auf die Markierung weiß, schwarz und so weiter. Aber ich habe das auch beim Galopp in Dortmund gesehen, dass dann kommt der Tierarzt und die kommen dann mit dem Scanner an und dann streichen sie auf die Liste, dass das identifiziert ist. Ja, das ist ja hier auch. Wenn das Pferd erste Mal rauskommt, das erste Mal heißt immer eine Qualifikation aufnimmt, dass er Rennen laufen darf. Dann kommt die Tierärztin oder der Tierarzt und hält den Schick drauf, ob das richtige Pferd ist. Dann auch noch einen wichtigen Punkt zum Schluss und zwar ganz klar, was kostet so ein Pferd, wenn man das, ja, monatlich, sagen wir, was kostet ein Pferd monatlich? Ja, mit Stallmiete, Pflege, ja. Arzt und so weiter. Was kostet das? Der eine nimmt den Preis, der andere nimmt den Preis. Den Preis kann ich auch nicht sagen, aber heute mit D-Mark, bei D-Mark hat das gekostet zwischen 700 und 800 Mark im Monat. Mhm. Für Pflege und Training. Den Hufschmied musste der Besitzer selber zahlen. Tierarzt bezahlt auch der Besitzer selber. Und heute, da der Sport ja so gesunken ist, haben die meisten kein Geld. Ich weiß nicht, was die meisten heute kriegen für einen Pferd im Monat, der eine vielleicht 400, der eine 600 oder der andere 700. Ja, hier bei den Dressurpferden habe ich gesehen, die liegen so bei 350 bis 400 Euro pro Monat.
Vollverpflegung mit, also sauber machen, verpflegen ja, ja. und so weiter. Ja, das ist bei normalen Hobbypferden liegt das, ne? Ja, hier Dressur, ne? Ja, Springen Dressur, und Dressur. Ja, ja. ja nun bei den ganz Großen, ich weiß ja nicht, bei Schokomüll oder wie der da ist, da wird es so ein bisschen mehr kosten und das war hier in dem auch. Der Herr, damals Freund Webering oder Frömming, die haben mir ja ein paar Kurse mehr genommen. Aber da gab es ja auch noch Leute, die richtig Geld hatten. Die haben gar nicht auf Geld geguckt. Das ist heute auch bei den Trussur-Pferden, wenn da Pferde verkauft werden für 1 Million. Ja. Wo kommen wir da hin? Gut, Heinz, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Ja. War alles gut, alles prima. Nur ein Fehler wurde gemacht in den Trabersport. Der Trainer ist der Mann, der neue Besitzer holt und neue Sportsleute holt. Und den Fehler haben die gemacht, dass die einen Besitzertrainer gemacht haben. Die Trainer sterben aus, aber der Trainer, der holt neue Leute für diesen Sport. Solange ich das gemacht habe, habe ich wenigstens 30, 40 neue Leute geholt für den Sport. Aber die Trainer sterben aus und das ist der Fehler und damit stirbt auch der Trabersport. Ja, dann kommt mir aber jetzt noch so eine Frage auf und zwar, wie wird das nummeriert? Wenn ich denn sehe, dass ein Trabrennfahrer verschiedene Pferde am Start hat, wer sucht den Fahrer aus oder wer sucht das Pferd aus? Wie läuft das? Nein, das geht ja nach Gewinnsumme. Die Pferde werden ja eingestaffelt nach Gewinnsumme. Die Anfänger laufen mit 0, dann geht es bis 3.000, 4.000 oder 100.000 oder das heißt frei für alle. Ja. So. Und das sucht der Trainer aus. Aber da wir jetzt noch wenige Trainer haben, suchen die Besitzer ihre Rennen selber aus. Also die Besitzer suchen die Fahrer aus. Ja, das können die auch. Die Besitzer können ja ihren Trainer aussuchen oder einen Fahrer. Das ja, aber es geht mir darum, dass man weiß, wie kommen die beiden zusammen? Wer sucht wen aus? Ja, nun, wenn ein Besitzer 4 oder 5 Pferde hat oder ein Pferd und er hat ein Vertrauen zu dem Meier oder zu dem Kuhsträter oder zu dem Frömming, dann geht er dahin. Wird er da gut bedient, bleibt er länger. Wird er nicht gut bedient, nimmt er nicht. Nicht, nicht. So gut, dann wollen wir damit beenden. Danke. Danke auch.